Es wird ja eigentlich stundenlang lang, bis man einen Nobelpreis überkommt, nachdem man etwas geleistet hat. Das kann 25, ich habe 30 Jahre gehabt, bei mir war es 25, bei anderen 30. Und man muss schon schauen, dass man eine grosse Erfindung machen, dass man sie früh im Leben macht, sonst nachher ist es zu spät. Als ich am 14. August 1933 in eine traditionelle Winterthurer Familie geboren wurde, war das zunächst Anlass zu großer Freude. Ich war der Erstgeborene, ein Sohn und Stammhalter. Mein Vater war Architekt und Professor am Technikum in Winterthur, meine Mutter Hausfrau. Wir lebten in einer alten Backsteinvilla aus der Gründerzeit mit einem großen, baumreichen Garten. In meiner Kindheit fühlte ich mich oft einsam und unglücklich. Ich hätte kaum je gelacht, erzählte mir meine Schwester Verena, außer wenn ich sie im Kinderspiel zu Späßen reizte. Wir hatten auch nur wenige Freunde, weil in unserer Nachbarschaft nicht viele Kinder aufwuchsen, mit denen wir hätten spielen können. Es muss wenige Monate nach Kriegsende gewesen sein, als ich mit etwa 13 Jahren eine schicksalhafte Entdeckung machte. Auf einem meiner Streifzüge auf dem Dachboden fand ich eine Kiste voller Glasflaschen mit verschiedenen Chemikalien. Später erfuhr ich, dass diese meinem Onkel Karl gehört hatten, der Ingenieur gewesen war, sich aber auch für Fotografie und Chemie interessiert hatte. Eine nach der anderen trug ich die Flaschen vom Dachboden in die Kellerwerkstatt hinunter und baute mir ein eigenes kleines Labor auf. Dann begann ich zu experimentieren. Bald entdeckte ich auch einen Bunsenbrenner und durfte diesen an die Gasleitung anschließen, die das Licht speiste. In der Folge deklinierte ich mich durch die grundlegenden Experimente der Chemie. Mischen, schmelzen, verdampfen, destillieren. Ich versuchte sogar, Glas zu blasen. Zu Hause war ich gehorsam, die strenge Erziehung meiner Eltern nahm ich stoisch hin, genauso wie meine Schwester Verena. Wir hatten ja alles, es mangelte uns an nichts, außer vielleicht an Liebe und Anerkennung. Dumm geboren und nichts dazugelernt, schalt mich mein Vater oft, wenn er unzufrieden mit meinen Leistungen war und schimpfte. Ich litt sehr unter Selbstzweifeln und mangelndem Selbstvertrauen. Nachdem ich im August 1956 das Diplom als Ingenieur-Chemiker ETH erhalten hatte, besuchte ich mehr als ein Jahr lang die Offiziersschule und wurde Leutnant bei der Infanterie. Als Chemiker wurde ich AC-Offizier, also Spezialist für den Schutz vor Atom- und Chemiewaffen. Man nannte uns Gasonkel. Dochtig sei ich gewesen, als sie mich 1962 kennenlernte. Mit diesem eigenartigen Mundartausdruck beschreibt meine Frau die Art, wie ich damals auf sie wirkte. Ich sei zurückhaltend, scheu, gstabbig und fast etwas depressiv gewesen. Unsere Telefonate verliefen zäh. Weil ich mich nur schwer spontan ausdrücken konnte, notierte ich mir vor den Telefonaten mit Magdalena alles, was ich sagen wollte, auf einen Notizzettel. Magdalena dagegen sprudelte spontan darauf los. Wenn es mir zu viel wurde, hielt ich den Hörer eine Armlänge von mir weg und wartete ein Weilchen, bevor ich das Gespräch wieder aufnahm. Dann hielt ich mich wieder an meine Notizen. Am 5. Oktober 1963 heirateten Magdalena und ich in der Kirche in Oberwinterthur. Meine Doktorarbeit mit dem Titel Kernresonanzspektroskopie
mit stochastischen Hochfrequenzfeldern, wurde von der ETH Zürich mit der Silbermedaille ausgezeichnet und ich erhielt einen Geldpreis von 1000 Franken. Allerdings war mir dies fast peinlich, denn schon bei der Niederschrift meiner Doktorarbeit hatte ich entdeckt, dass ich in der Berechnung einen numerischen Fehler gemacht hatte. Nur einen kleinen Vorzeichenfehler, der das theoretische Ergebnis nicht wesentlich beeinflusste. Doch es lief mir heiß und kalt den Rücken hinunter. Nach jahrelanger hartnäckiger Arbeit ein derart unnötiger Fehler. Den entscheidenden Versuch führte ich im Sommer 1964 durch. Design und Ablauf der Experimente hatte ich alle handschriftlich in meinem Laborjournal Experiments I notiert. Die resultierenden Spektren, die aussahen wie eine mit dem Elektrokardiogramm aufgenommene Herzschlagkurve, waren sorgfältig eingeklebt. Die klaren Plots mit den eindeutigen Signalpeaks, und zwar dort, wo wir sie erwarteten, überraschten mich nicht weniger als Wes Anderson. Meine Kinder sind alle sehr selbstständig geworden. Sie hatten wohl keine andere Chance. Ich war ihnen kein guter Vater. Mein wichtigster Erziehungsbeitrag sei das abschreckende Beispiel gewesen, sagte ich später den Journalisten, wenn sie mich nach meinem Privatleben fragten. Wissenschaft und Forschung waren immer meine ersten Prioritäten. Die Geschichte meiner Tanker-Leidenschaft beginnt im Frühling 1968 nach meinem erfolgreichen fünfjährigen Aufenthalt in Kalifornien. In der Altstadt von Kathmandu entdeckten wir zahlreiche tibetische Malereien, sogenannte Tankas, die religiöse und klösterliche Szenen darstellten. Es war, wie sich später herausstellte, ein Schlüsselerlebnis. Tanka ist das tibetische Wort für Rollbild. Diese Bilder werden auf Baumwolltuch gemalt, manchmal auch auf Seide. Dann werden sie zwischen eine Leiste und einen kunstvoll geschnitzten Holzstab gespannt, auf den aufgerollt die Bilder gelagert und transportiert werden. In den Klöstern nehmen Mönche sie hervor und entrollen sie, um sie zu betrachten und dabei in Meditation zu versinken. Sie sind tief in der buddhistischen Kultur verankert. Die Frage der Relevanz meiner Forschung für die Gesellschaft hat mich tatsächlich mein ganzes Leben beschäftigt. Deshalb verließ ich nach meiner Dissertation auch die ETH und wandte mich der Industrie zu. Ich wollte irgendetwas machen, was einmal von Nutzen sein würde. Der Elfenbeinturm war mir stets ein Graus. Trotzdem zweifelte ich immer wieder an der Nützlichkeit meiner Forschung. Vielleicht, weil das Thema Kernmagnetresonanz in einem derart theoretischen Bereich verankert ist, dass die direkte Anwendung zum Zeitpunkt der Entdeckungen noch gar nicht abzusehen war. So hätte ich nie erwartet, dass sich daraus ein Verfahren entwickeln könnte, das nicht nur die Naturwissenschaft, sondern die Gesundheitsversorgung der Menschen weltweit revolutionieren würde.